geht's rund ums Thema Maßhemden mit dir, richtig? Die, die mich noch nicht kennen, beziehungsweise die irgendwie von dir rüber gehüpft sind, ich bin Steffi, Hochzeitsfotografin, wohne momentan in Düsseldorf und ja, bin jede Woche, wenn es denn geht, momentan weniger, bei ganz, ganz lieben Paaren und begleite die schon seit 2016 jetzt. Und genau, das bin ich. Bisschen verrückt, aber sehr lieb. Oh. Sehr gut. Ja, also ich bin Hanna, 30 Jahre jung, lebe auf 41er Schuhgröße und ja, fertige Maßhemden und Maßblusen an mit einem Modestart-up Befeni im Hintergrund. Ja, und mittlerweile ist es halt einfach auch ein Riesenthema für die Hochzeitsbranche, dort einfach ja, sein passendes Hemd zum Anzug dann zu haben, weil wer kennt das nicht? Arme sind zu kurz, Brust spannt, am Bauch zieht's, Schulter sind zu kurz, sind zu lang, genau. Ich kann nicht sitzen, weil hinten ist dann der Rücken raus. Gibt ja tausend Varianten und deswegen ist das Thema Maßhemd mittlerweile einfach in der Hochzeitsbranche ein ganz, ganz riesengroßes Thema. Wie sieht denn so eine Maßanfertigung überhaupt aus? Kann irgendjemand sich eins anfertigen lassen? Ist für jeden gedacht? Vielleicht gerade auch für Leute, die Schwierigkeiten haben, ein passendes Hemd zu finden, oder? Ja, also ganz häufig, ich meine, ich nehme es jetzt mal aus meiner Warte aus, ich bin ja selber 1,85 Meter groß, ich meine, du kennst mich ja jetzt auch schon in Real Life. Ich habe persönlich immer Schwierigkeiten gehabt mit der Armlänge. Das hat bei mir einfach nie hingehauen. Dieses Problem habe ja nicht nur ich alleine. Und bei Männern hat man das ja genauso, dann hat man einen super sportlichen Typ, einen riesen Kreuz, aber eine super schmale Taille. Welches Hemd will man da nehmen? Und wenn ich dann mich entschieden habe, ich möchte ein Maßhemd auf meinen Anzug haben, dann kommt man einfach zu dir und Nee, normalerweise läuft es so ab, wenn du bei mir hier aus der Nähe kommst, beispielsweise, ich sage jetzt mal alles bis 50 Kilometer um Bad Homburg, um Frankfurt rum, fahre ich persönlich zum Kunden hin. okay. Wir machen dort einen festen Termin aus, meistens per WhatsApp, Telefonat oder ihr könnt mir hier auch eine Privatnachricht schreiben bei Facebook oder Instagram. Und dann machen wir einen gemeinsamen Termin aus. Der dauert so circa eine Stunde, anderthalb Stunden, einfach weil die Beratung einfach ein bisschen zeitaufwendiger ist. Und ja, dann wird eben an dem Termin vermessen. Wenn jetzt jemand weiter wegkommt, also ich sage jetzt mal, ich habe mittlerweile auch Kundschaft, die sitzt in Berlin, die sitzt in Stuttgart, dann biete ich Online-Vermessung an. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da braucht man halt einfach nur vor Ort eine zweite Person. Lässt sich genauso ausmessen dann. Ist überhaupt gar kein Thema, ist eine reine Absprache. So. Und wenn ich jetzt, also wenn wir jetzt fertig sind, wie lange dauert es denn, bis ich dann mein Maßhemd habe, beziehungsweise der Bräutigam in dem Fall? Wir mindestens 2, eher sogar 3 Monate Vorlaufzeit brauchen für die Erstellung, weil ich einfach sage, wir müssen das Hemd ja erstmal fertigstellen. Dann ist es keine hundertprozentige Garantie, passt gleich alles wirklich 100 Pro. Damit ich die Möglichkeit habe, ich sage jetzt mal, das Hemd nochmal überarbeiten zu können, dann brauche ich einfach mehr Zeit. Und da reichen 4 Wochen einfach nicht aus. Und da ist es halt so wichtig, dass ich einfach sage, alles klar, machen wir, ist gar kein Thema, aber bitte dann mindestens 2, eher 3 Monate Vorlauf für den Termin. Ja, wie sieht es denn aus? Was gibt es generell erstmal für Möglichkeiten für dein Maßhemd? Was kann ich mir da machen lassen? Ja. Gibt es da Optionen? Also generell ist bei diesem Maßhemd oder der Möglichkeit des Maßhemdes stehen wir als Mann alle Türen offen. Also dieses Jahr war ganz, ganz extrem gefragt die Farbe hellblau. Lustigerweise diesmal kein Ivory und kein Weiß, was man sonst so kennt. Weiß What? ich, viele Männer dieses Jahr für helle Anzüge entschieden haben. Also zumindest in meinem Umkreis. Fand ich Ja. auch mal ganz spannend, weil das halt natürlich eine
ganz, ganz andere Herangehensweise ist, wenn man bei Hellblau hat man ja noch viel mehr Möglichkeiten als bei Weiß, könnte man sagen. Und dann wird es natürlich spannend. Hier vorne natürlich unsere ganzen hellen Stoffe, die für die Hochzeitshemden gefragt sind. Da ist vom Farbton alles von Creme, von rein Weiß über diesen, ich sage jetzt mal, sehr weichen Ivory-Ton. Dann hast du natürlich verschiedene Webarten, weil jeder Stoff wird anders gefasst. Wir haben Popelin-Stoffe, wir haben Dobby-Stoffe, wir haben Twill-Stoffe. Das ist alles eine unterschiedliche Webart von verschiedenen Materialien teilweise. Mal abgesehen von den Stoffen, die du entscheiden kannst, hast du die Möglichkeit, ich habe jetzt extra mal so ein schickes Hemd angezogen, wo man das ganz gut sieht. Jedes Hemd hat die Möglichkeit, drei Stoffe miteinander zu kombinieren. Man sieht jetzt hier, ich trage einen Hauptstoff in dunkelblau Ja. mit einem Punktemuster. Ich habe eine weiße Manschette dazu und ich habe einen Innenkontrast mit einem ja gestreiften hellblauen Stoff. Die Möglichkeit hast du auch in jedem Hemd. Immer zu sagen, ich kann bis zu drei Stoffe miteinander kombinieren. Ich sage jetzt mal, als Herrenhemd für die Hochzeit nutzt man häufigerweise maximal zwei Stoffe miteinander. Da sind die Oberstoffe, also sprich der Hauptstoff und der Manschettenknopf oft, Stoff oft derselbe. Und man entscheidet sich nur beim Kontraststoff für eine andere Farbe. Für jeden, der es cleaner mag, der nimmt halt einen Stoff für alles. Auch das ist gar kein Problem. Generell, ihr habt bei den Hemden die Möglichkeit, die Vorderfront entscheiden zu können. Also sprich, ist es eine verdeckte Knopfleiste? Ist es eine einfache Knopfleiste? Ist es eine doppelt genähte Knopfleiste? Ihr habt verschiedene Rückenfronten. Das heißt, ist es mit Ziernaht für extra schmale Figuren? Ist es mit einer eingefassten Rückennaht? Ist es ein einfacher, glatter Rücken? Ihr könnt verschiedene Kragenarten, das sind aktuell 13 Krägen, die man entscheiden kann, also von ein Underbutton Down, für jeden, der das nicht kennt, das sind die Krägen, wo hier die schönen Knöpfe eingefasst sind. Okay. Der Smoking-Kragen, das ist natürlich, ich sage jetzt mal, das Teil, wenn man heiratet, der Smoking-Kragen. Und da halt, wie gesagt, 13 verschiedene Varianten. Ihr habt verschiedene Manschetten, die man also sich aussuchen kann. Es gibt die typischen kurzen Manschetten, die sind ungefähr so. Und ich trage jetzt heute mal eine lange Manschette, weil ich einfach finde, dass es ja sehr, sehr edel aussieht. Und dann gibt es natürlich, wie man das gewohnt ist von einem Hochzeitshemd, die Umschlagmanschetten. Das ist auch so eigentlich die typische Form, die man für das Hochzeitshemd verwendet. Ja. Genau. Ja, da sieht man halt megamäßig viele Auswahl. Und wer sich bis dahin schon schlecht entscheiden konnte, ihr dürft sogar die Knöpfe auswählen. Und wer das auch noch zu viel findet, ihr dürft auch noch die Nähte entscheiden. Also, das ist wirklich ein Setzbaukastensystem, wo dir jegliche Freiheit gewährt wird, was du alles entscheiden kannst. Was ist denn so das, was man zu Hochzeits, den unterschiedlichen Hochzeitsanzügen als Hemd tragen würde? Also man hätte ja zum Beispiel jetzt einen ganz klassischen Anzug, eher ein Cutaway, dann ein Smoking und so weiter. Was wäre denn da passende Hemden für die jeweiligen Hochzeitsanzüge? Kannst du da Ja. was sagen? Also generell, egal Hochzeit, also ich sag jetzt mal Standardfigurtyp schmal und dünn. Ich sage jetzt nicht, dass das andere Männer Figuren nicht tragen können, aber ich gehe jetzt mal von dem Durchschnittstyp Gast aus, wo man, ich sag jetzt mal, das typische Durchschnittsalter Hochzeit hat. Da ist schon tendenziell eher figurbetont. Immer die verdeckte Knopfleiste. Also es gibt, also ich sage jetzt mal tendenziell 95% möchte es edel aussehen haben, also verdeckte Knöpfe. Der Kragen für den Smoking-Anzug wird immer der Smoking-Kragen sein. Also da gibt es auch keine Ausnahme. Das, ja, klingt jetzt doof, aber wenn du dich für diesen Kragen, also für diesen Anzug entscheidest,
wirst du dich auch für den Smoking-Kragen entscheiden. Generell bei einem Smoking wird es auch immer die Umschlagmanschette sein mit den schönen Manschettenknöpfen, die man sich dann hoffentlich noch organisiert hat. Und von dem Farbton beim Smoking, im Normalfall ist der Smoking schwarz. Also ich habe wenig Kunden, die sagen, oh, ich trage einen navyblauen Smoking, sondern es ist im Normalfall die Farbe schwarz. Und da wird rein weiß verwendet. Also da gibt es kaum einen Kunden, der sagt, ich möchte gerne ein Hemd in Ivory haben. Das gibt's nicht. So. Dann, ich sage jetzt mal, die Bohemian-Zeit, die wir ja jetzt so haben, mit dem alles ist ein bisschen lockerer, ein bisschen mehr Vintage und ähnliches. Da wird schon eher leger getragen. Das heißt, man hat oftmals die einfache Knopfleiste. Man hat einen Underbutton-Down-Kragen. Das heißt, es ist hier unten ein kleiner Knopf vorhanden. Der Kragen kann befestigt werden, aber man sieht von oben vom Kragen nicht, dass dieser befestigt ist. Das ist so ein schöner Kragen, der gerne verwendet wird. Farbton haben wir hier dann wirklich eher diese Eierschalentöne, Ivory, Creme und dieses Jahr sehr extrem ja bei mir die hellblauen Töne vorhanden, weil ich viele Herren ausgestattet habe, die wirklich dieses Jahr im Standesamt mit einem cremefarbenen Anzug geheiratet haben. Man glaubt es kaum, aber anscheinend war dieses Okay. Jahr Creme sehr angesagt. Du hattest gesagt, du hattest von deiner Community auch Fragen bekommen, und zwar, ob man bei der Stoffauswahl was beachten sollte, gerade wenn man den ganzen Tag am Hochzeitstag als Bräutigam da dieses Hemd anhat. Natürlich ist es vielleicht wünschenswert, wenn es warm und sonnig wäre, aber es muss es ja auch durchstehen, und die Nervosität tut da auch natürlich sein Dings da. Jetzt habe ich irgendwie das Deutsch verloren. Die Frage kam auch wirklich, was man bei Stoffen und Qualitätsauswahl beachten muss. Generell ist es ja so, in diesem stündigen Termin, den ich mit dem Kunden dann habe, bespricht man zum einen, also auch wenn man sich das jetzt nicht vorstellen mag, aber es gibt eine Standardfrage, die ich stelle, und zwar, wie viel schwitzt du? Ja, das klingt Daran total bin ich fest. doof, aber das ist eine Frage. Ich zum Beispiel kann gewisse Stoffe nicht mir als Hemd zusammenstellen, weil ich einfach super wärmeempfindlich bin. Sobald draußen gefühlt 15 Grad ist, habe ich gefühlt, es schwitzt so. Und man will ja einem nicht das Gefühl vermitteln, du hast dein Hemd 5 Minuten an und hast solche Schweißränder. Also das versuche ich dann schon zu vermeiden. Und dann ist natürlich wichtig, dann sollte es ein 100% Baumwollstoff sein. Es gibt Webarten, gerade von der Stoffkombination, die, ich sage jetzt mal, unempfindlicher für Schweißflecken sind. Wir haben hier jetzt eine Webung, das nennt sich Oxford. Das ist eine relativ grobe Webung. Also man sieht, wenn man den Stoff so hält, sieht man wirklich, wo verlaufen die Fäden in der Masche. Das ist ein Stoff, der sich super leicht tragen lässt, also ist sehr hautangenehm, ist aber auch ein sehr unempfindlicher Stoff, weil zum einen sehe ich nicht unbedingt explizit gleich die Brustwarze durch, was ja bei so einem Hemd auch mal ganz schön wäre. Und zum anderen sehe ich nicht sofort den Schweißfleck. So. Aber wir haben jetzt hier der fällt unter die Art Office-Stoff. Das ist ein sehr, sehr dünn gewebter Stoff. Vom Tragekomfort super. Also ich habe selber einmal ein Hemd damit. Allerdings ist das kein Hemd, was ich für eine Hochzeit empfehle. Also es ist kein Stoff, den ich verwenden würde, weil er A sehr, sehr dünn ist. Das heißt, wenn du wirklich was drunter trägst oder je nachdem, welche Hautfarbe du besitzt, hast du entweder Nippelalarm auf feinsten oder halt direkt nach 10 Minuten die Schweißflecken. Und bei so einem dünnen Stoff, auch wenn es natürlich dementsprechend oft dann schnell trocknet, aber du siehst sie einfach. Und Das ich heißt, glaube, ja, also ja.
Weil die, wenn ich jetzt das so raushöre, kann man sagen, grob gewebte Stoffe, die auch vielleicht etwas dicker sind, sind besser geeignet, um die an der Hochzeit zu tragen und auch um Schweißflecken zu verhindern und eventuell auch eben ein T-Shirt ja, obsolet zu machen, als dünn gewebte, also fein gewebte und dünnere Stoffe. Ist es so? Also es kommt, jein, also so 100% kann man es natürlich jetzt nicht über einen Kamm scheren. Klar, wenn sie dicker oder gröber gewebt sind, ist im Normalfall der Stoff einfach dicker und da sieht man nicht so viel durch. Das auf jeden Fall. Aber es ist schon so, dass man auch darauf achten muss, ist es ein Mischgewebe oder ist es eben eine 100% Baumwolle beispielsweise. Deswegen achte ich schon sehr darauf, dass wir in dem Gespräch beim Maßnehmen einfach auf solche Dinge Acht geben und einfach sagen, hey, wie empfindlich bist du? Schwitzt du viel? Schwitzt du wenig? Ich meine, an so einem Tag ist man aufgeregt. Ich meine, da ist wahrscheinlich sowieso egal, ob du wenig oder viel schwitzt Ich glaube, man an dem so Tag. oder so. Ja, allein Genau. voraus. Ja, genau. Okay. Die Frage aller Fragen ist auch, weil bei der Hochzeit alles kostet Geld. Anzug ist nicht gerade günstig, das Kleid, die Location und alles, was man so mit dazu bucht. Wie sieht es denn bei einem Maßhemd aus? Weil Hemden dann auch noch Maß, oh, das klingt echt teuer. Ja, also generell ist es so, das Hemd an sich hat einen Festpreis, der liegt bei 39,90. Also, wir sind noch nicht mal bei 40 Euro, Leute, für ein Maßhemd. Ja, Was halt hinzukommt, ist das Porto und der Service. Also sprich, wenn wir das noch dazu kalkulieren, sind wir unter 50 Euro für ein maß angefertigtes Hemd. Was man halt nicht vergessen darf, ist, wenn du noch kein Kunde bei mir bist und ich dich das erste Mal vermessen muss, gibt es eine Neukundenpauschale. Weil A, das Beratungsgespräch dauert einfach dementsprechend lang. Ich bin ja dann vor Ort. Wir besprechen alles, wir nehmen Maß. Dort zahlst du einmalig. Das bleibt dann bis auf Weiteres so einmalig, zahlst du 19,90 €. Das ist die Vermessungspauschale oder Neukundenpauschale. Und das ist ein einmaliger Posten. Also sprich, ich sage jetzt mal so, fürs erste Hemd bist du natürlich deine knappen 70 Euro los, hast aber im Nachgang immer die Möglichkeit für 50 Euro ein Hemd zu beziehen, wo du alles entscheiden kannst. Und ich hatte jetzt, gestern Abend war ich bei einem zukünftigen Herren, der heiratet. Und wir hatten das Thema, weil er hat gesagt, boah, ich war vorher bei einer Änderungsschneiderei, habe mich beraten lassen, ich hätte 180 Euro für mein Maßhemd bezahlt. Und ich erstmal so, 180 Euro, what? So, echt viel Geld. Und er hat gesagt, hey, meine Freundin hatte deinen Post bei Facebook gesehen und hat gesagt, Mensch, wir hören uns das wenigstens mal an. Ist ja jetzt nicht verkehrt. Und der hat gesagt, also dafür, dass er alles entscheiden kann, weil so viele Entscheidungsmöglichkeiten hatte er nicht mal bei der Schneiderin, hat er gesagt. Und das für den Betrag würde er definitiv immer noch mal machen. Und er hat ja die Stoffe gesehen und hat auch gleich gesagt, Mensch, das wird auch nicht das letzte Hemd gewesen sein, weil die Stoffe sehen einfach super aus. Ja, das ist natürlich schon echt nochmal ein Unterschied. Ja, Sehr cool. viel. Es Ja, war auf jeden sehr. Fall Sehr mega informativ, wie interessant. Stefanie. Ja, wollte ich auch sagen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich hoffe, es war informativ. Ihr wisst ja, Maßhemden, wenn das ein Thema für eure Hochzeit ist, für den Bräutigam, dann schreibt doch bitte die Hanna an oder ich leite den Kontakt super gerne weiter. Und ansonsten, mich kann man auch jederzeit gerne anschreiben. Noch gibt es ein paar Termine für 21, aber es wird jetzt echt eng. Genau. Habt einen schönen Abend. Genau. Couch-Modus an und bis ganz, ganz bald, ne? Tschüssi!